Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary und ja, wir haben zuletzt diese Tür hier aufgemacht und da gehe ich jetzt mal durch und mal schauen, ob da jetzt gleich wieder einer auf uns zugelaufen kommt. Oh, nee, gut, ist klar, vielleicht hätte ich das letzte Mal einfach gleich durchrennen sollen. Artefakte und Reliquien hätte ich schon finden können. Ups. Okay, ja, ich speichere. Das ist ja doof gelaufen. Drücken Sie Maus R, um einen Gegner anzuvisieren und Spezialaktionen wie Adrenalin-Moves und Kopfschüsse auszuführen. Ey, wenn ich mal wüsste, was ich immer machen soll. Wenn sich ein wütender Gegner auf Sie stürzt und das Bild verschwimmt, bewegen Sie sich in eine beliebige Richtung und drücken Sie Umschalt, um mit einem Adrenalin-Move auszuweichen. Bleiben Sie dabei in sicherer Entfernung, um diesen erfolgreich auszuführen. Klappt super. Ach, jetzt ist er schon tot. Klappt überhaupt nicht gut. Warum schießt sie immer nicht schön dauerhaft? Oder warum kann ich nicht die Taste gedrückt halten und sie ballert einfach automatisch? Wieso muss ich das selber machen? Das ist blöd. Echt ein bisschen blöd. Weiß ich nicht, ob ich das ändern kann. Oder ob das halt an der Gamepad-Übertragung hier liegt. So, was kann ich jetzt hier machen? Also hoch kann ich nicht. Ich kann höchstens halt runter. Bringt mir das denn was? Ja, hier halt höchstens, ne? Aber das... Da komme ich ja auch nicht weiter. Oder kann ich hier irgendwie hoch klettern? Mensch, da hätte ich also schon Artefakte und sowas finden können. Na, da muss ich aber jetzt mehr aufpassen demnächst. Irgendwo kann ich doch bestimmt mich hier an der Seite oder so festhalten. Eventuell. Da zum Beispiel. Nö. Verliert sie nur Energie. Das ist ja auch blöd. Ja, aber von der Säule zur nächsten, das wäre ein bisschen weit, oder? Wo soll sie denn hin? Ach, hier oben vielleicht? Oder da? Wie soll sie sich denn festhalten? Nein! Da stirbt die mir... Dann stirbt sie mir nur weg. Das macht auch keinen Sinn. Jetzt muss ich den Bären noch machen. Ja, Maus R. Witzig. Ja, die Musik setzt ja früh ein. Na dann. Könnte natürlich jetzt auch nochmal zurücklaufen, wenn hier eh offen ist. Aber habe ich jetzt keinen Bock zu, die Artefakte einzusammeln, die ich angeblich übersehen habe. Also was soll's. So, laufen wir mal weiter. Mit den Bewegungstasten können Sie an der Säule hinauf und hinunter... Aber ich glaube, wir sollen hier eher rüber zu der Säule. Vielleicht kann ich auch hier den Vorsprung... Und von hier so ein bisschen da so... Ja, alles klar. Gut. Nee, nicht gut. Wo kann sie sich denn mal festhalten? Weil hier springt sie irgendwie nicht so gut rüber. Ich könnte halt zur anderen Säule, ne? Genau. Und da dann wieder... entlang jumpen. Geht doch. Die Stadt Vilcabamba. Ein Kontrollpunkt, sehr gut. Wird definitiv lustig. Thank you.
Ja, geht doch. Die Musik ist voll cool, aber das Kämpfen gefällt mir gerade gar nicht. Normalerweise ist das, worauf ich mich immer freue. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es geht so schwer. Oh, ich hasse... Das... Ich bin aufgeregt. Jetzt komm raus da. Kannst du das nicht mehr? Okay, sie kann... Oh mein Gott. Der Bär ist voll böse. Drücken, halten Sie den Wasserumschalt. Ja, dann muss ich wohl runter. Ich dachte, ich kann hier nochmal rauf. Aber nein. Ich glaube, ich sterbe hier echt, weil das beim Schwimmen so schwer geht, habe ich ja schon in Cove Manor gemerkt. Also das ist schon nicht so ohne... Vor allem gib mal Gas. Taut Lara nicht rechtzeitig auf. Ja, das weiß ich. Das ist ja auch echt scheiße. Kannst du mal auftauchen? Kannst du mal auftauchen? Klappt super. Aber ich hätte hier eh nicht durchgekonnt. Ja, dann stirb doch. Wo hätte ich denn lang gekonnt? Ey, die Steuerung, Leute. Ich habe das gar nicht so schwer in Erinnerung, aber ich glaube, auf der Konsole geht das viel einfacher. Da weiß ich... Schießmädel, warum? Ich drücke und drücke. Was ist denn nur los hier? Na, endlich. Ist der Klops endlich mal besiegt. Das ist doch nicht normal mit dem Schießen, dass es so anstrengend ist für mich. Dass sie immer so unregelmäßig schießt. Ich muss halt echt jeden Schuss selber drücken. Und ich habe das so in Erinnerung, dass ich die Taste einfach nur gedrückt halte und sie schießt selber, was ja viel angenehmer ist, weil dann kann man sich aufs Springen konzentrieren. Und so muss ich halt echt mich richtig anstrengen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Hier kann sie nicht durch. Ich glaube, man soll auch ins Wasser her. Interessant. Ja, interessant. Aber komme ich auch nicht weiter. Es gibt sicherlich noch mehr irgendwie, was wir hier machen können. Oder sie muss, wie gesagt, ins Wasser. Aber ich glaube, hier soll ich jetzt nicht hin, weil da kommen wir her. Was war denn das hier für ein Dorf? Was für Leute haben denn hier gelebt? Ein paar Informationen so nebenbei, aber vielleicht weiß ich selber auch nicht. So, das Problem ist echt jetzt die Steuerung für mich. Ja, drücken und halten sie leer. Also ich meine, das ist die Sprungtaste. Aber gut. Wenn ich hier einfach mal ein bisschen übe. Ah, okay. Also einfach nur gedrückt halten, ja? Und das andere finde ich aber auch nicht so einfach gerade. Okay, wo muss ich jetzt hin? Wo war denn das jetzt? Wo war denn das, wo ich durchgekommen bin? Ach, da. Okay. Gut. So. Jan, schwimmen. Schwimmt die immer so langsam oder ist das, weil ich hier nicht genug Stoff gerade gebe? Ich glaube, ich gebe nicht genug Stoff. Schwimm mal schneller. Und benutze den Hebel, Mädel. Schnell! Schnell! Oh Gott. Mach hinne! Oh Gott. Das wird noch lustig hier. Ich merke schon. Kannst du hier nicht raus? Doch. Das wird echt noch lustig bei Schwimmpassagen, glaube ich.
Gott, oh Gott, oh Gott. Na, kommen jetzt wieder Gegner? Ich gehe mal hier hoch. Ich will mal wissen, was hier ist. Ah, ah. Okay. Alles klar. Na, jetzt bin ich ja wieder auf der Seite. Das ist ja blöd. Scheiße. Hat mir das was gebracht? Nein, jetzt bin ich ja wieder hier. Hier komme ich doch jetzt nicht durch. Oder hat sich jetzt was geöffnet, weil ich auf der anderen Seite war? Ja, dann... Voll doof. Naja, so übe ich nochmal das Schwimmen ein bisschen. Kann sicherlich auch nicht schaden. Doch, ich hab... Das ist... Hä? Ist das dann doch aufgegangen da vorne, oder wie? Wie merkwürdig. Kommt sie da... Kann sie da hochklettern, hier an der Seite? Da geht's auch irgendwie hoch, sehe ich gerade. Man kann nach ganz oben. Kannst du dich nicht hier... Ah! Die Kiste. Was ist denn da? Okay, ich kann die hier aufschießen. Die Tore. Wenn ich erstmal drinne bin. Was habe ich gefunden? Schrotflintenmunition. Und ein Dorfschlüssel. Das ist gut. Das ist natürlich gut. Was war hier um die Ecke? Nix. Oh Gott, ich bin ein bisschen angespannt hier immer, weil man hier in den Spielen einfach nie weiß, was hier so um die Ecke ist. Das ist... Da kann auf einmal eine Schlange kommen oder was weiß ich was. Oder ein versteckter Bär oder ein Wolf oder... Echt, die Erschrecker sind nicht ohne in dem Spiel. Obwohl es für mich jetzt kein Horrorspiel ist, ist es für mich trotzdem voll das Erschreckerspiel manchmal. Sehr gut. So, was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich nochmal wieder auf die Seite. Will ich das überhaupt? Ich könnte die Kiste ja vielleicht auch gebrauchen für woanders, oder? Wenn sie das Tor jetzt hier aufgemacht hat, kriege ich die Kiste mit. Sie nimmt die Kiste mit und ich sehe jetzt erst, dass da drinnen voll das eklige Ding schwankt, was mir vorher gar nicht auffiel. Das ist irgendwie eklig. Wenn sie die mitnimmt, vielleicht komme ich da jetzt irgendwo rauf, wo es vorher nicht ging. Vielleicht für ein Secret oder so. Die Säule hier zum Beispiel. Machen wir das doch mal. Anstatt den Schlüssel halt gleich zu verwenden. Ja, genau daneben natürlich springen. Super. Wo führt uns das jetzt wohl hin? Aha. Nein, was macht ihr denn hier? Huiuiuiui. Noch mehr? Noch mehr? Dann kommt bitte jetzt. Jetzt habe ich gerade Zeit. Nein! Nein. Nein, jetzt muss ich den Weg nochmal machen. Menno. Aber ich denke, das ist... ich springe immer daneben. Es sieht ganz gut eigentlich aus, wenn ich nicht so blöd daneben springen würde. Ja, warum geht denn das jetzt nicht? Geht doch.
Die Musik auch immer so, diese hektische Musik so. Jetzt kommen die bösen Gegner. Pass auf, Mädchen. So. Halt dich fest. Sehr gut. E ist also Dreieck. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Hui! War ja klar, dass nicht nur einer kommt. Okay, wir haben ein Artefakt oder so gefunden. Das finde ich natürlich cool. Und sind jetzt hier in dieser Wasserstelle. Wenn das hier heißes Wasser wäre, ey, wie geil wäre das da drin, einmal so kurz zu baden, sich zu entspannen. So am Arsch der Welt, keiner ist hier. Aber eine richtig geile heiße Wasserquelle. Erstmal genießen. Ja, wenn ich jetzt auf die Dächer springe, dann, ja. Ich glaube, da vorne, da kam ich ja, bin ich da rum, dann bin ich hier rüber. Geht es hier vielleicht noch weiter? Ich glaube aber nicht. Dann geht es einfach nur abwärts. Alles klar. Cool, wir haben ein Artefakt auf jeden Fall gefunden. Wo war jetzt dieses Tor mit dem Schlüssel? Da. Wölfe im Anmarsch. Steh auf, Mädel. Oh Mann, nur jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Das ist doch wohl blöde hier mit dieser Wasserstelle. Echt, normalerweise freue ich mich über so eine Stellen, weil dann kann man flüchten. Aber in diesem Fall ist es einfach nur blöd, dass man hier nicht wieder rauskommt, oder? Ich stelle mich blöd an, kann auch sein. Aber ich denke mir halt immer, man kommt hier gar nicht raus. Ja, jetzt mach hinne mit dem Schwimmen hier. Aber hier kommt sie auch nur an dieser einen Stelle raus. So doof. Echt. Dann macht die Wölfe platt. So, das war ein Wolf. Das war der zweite. Oh, und schon ist meine Energie echt abgesackt. Mit Medipacks und so. Okay, das war der dritte Wolf. Noch geht's ja. Mir tut's ja um die Wölfe eigentlich eher leid, aber wenn die so gefräßig hier wahrscheinlich hungern und lange nichts gegessen haben, dann möchte ich nicht so gerne als Festmahl dienen. Und dann töte ich die lieber. Und ich denke, das ist auch Sinn der Sache hier. So, wieder ein Tor. Gehen wir mal hier entlang. Unheimliche Wasserstelle, alles klar. Mhm. Mhm. Kann sie da überhaupt lang? Oh Gott. Ganz ehrlich, die Musik und ich weiß überhaupt nicht, was da unten lauert im Wasser. Okay, hat geklappt. Sehr beruhigend. Jetzt bin ich nur einmal im Kreis gewandert. Das hat nicht viel gebracht. Oder doch? Doch. Denn ich komme jetzt höher. Okay. Puh. Sieht auf jeden Fall, wie gesagt, sehr geil hier aus, aber... Wo führt uns das alles noch hin?
Okay, ich möchte die Dinger zumachen. Anscheinend. Ist das richtig so? Und ich glaube, jetzt muss ich mich hier wieder runterlassen, weil weiter komme ich sonst nicht. Mhm. Ist denn hier irgendwas unter? Nein. Kann sie da einfach nicht hochspringen? Nein, muss ich erstmal wieder ganz runter? Anscheinend muss ich wieder ganz runter. Oh, das war nicht so klug. Ja, ich werde nicht drum rumkommen, hier mal ein Medipack zu benutzen. Erstmal ein kleines, vielleicht reicht das erstmal. Hier in der Ecke war ich auch noch nicht. Ich schaue mich hier ein bisschen genauer um, weil Secret und so, man weiß ja nie. Und da wir hier jetzt einen Kontrollpunkt haben, mache ich im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.